Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Severance Blade of Darkness. Wir haben ja das letzte Mal da vorne, könnt ihr es noch sehen, zwei richtig dicke fette Minotauren mit diesen, ja, Felsbrocken, die an den Stock gebunden sind, besiegt. Mithilfe des Schwertes der Iana. Und ich weiß jetzt inzwischen auch wieder, wo dieser Typ hier seinen Tausendertrank hingepackt hat, nämlich in seinen Magen. Er hat er nämlich getrunken beim letzten Mal. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier weiter erwartet. Ist schon mal eine Treppe nach oben. Und, ja, das ist diese Stelle. Das hier ist auch wieder ein Point of No Return. Danach kann man nicht mehr zurück. Und wenn wir in der letzten Folge, wenn wir da, wo wir den Schlüssel für die Armory, für das Waffenlager geholt haben, weitergegangen wären, wären wir auch in diesen Raum hineingekommen. Und da bin ich mal schwerst gespannt, was sich denn da jetzt anbietet. Erstmal ein Ork. Und noch ein Ork. Und ihr seht, es ist eine ganze Menge. Na? Die mich natürlich auch ganz gut treffen. Puh. Wir wären, wenn wir denn vorhin weitergegangen wären, wären wir nicht da rein, sondern ich glaube, wir wären hier irgendwo rausgekommen. Nein, hier unten nicht. Entweder da oder da. Ich bin mir jetzt nicht so ganz hundertprozentig sicher. Aber das waren definitiv die letzten Orks und Trolle im Spiel. Weitere gibt es davon nicht. Dann schauen wir gleich mal hier rein. So, hier haben wir nochmal so einen Golem. Den wir ohne Special Move der Klinge natürlich nicht allzu viel anhaben können mit dieser Klinge. Und ihr habt es bestimmt bemerkt, da oben steht ja ein Bogenschütze. Der uns, wenn wir hier im Raum gekämpft hätten, ganz schön zugesetzt hätte. Und jetzt sehen wir das erste Mal Dalgurak, der eigentlich eine ziemlich coole Rüstung anhat. Würde ich eigentlich selbst auch ganz gerne mal anziehen. Und ja, ich behalte das Schwert. Und zwar aus folgendem Grund. Das ist nämlich Ritter. Und die sind ja durch ihre defensive Kampfweise eigentlich prädestiniert dafür, durch dieses Schwert eben zu sterben. Schauen wir mal, dass wir beide hier reinkriegen. Möglichst in eine Reihe. Na gut, das war natürlich suboptimal. Aber es könnte klappen. Warum hat der eine da überlebt? Finde ich nicht nett. So, der eine hat den Sharp Sword, der andere hat den Snake Sword. Dann haben wir hier noch einen Giftköcher, den wir aber nicht nehmen können, weil wir ja schon zu viele davon haben. Also nicht Giftköcher, sondern Giftpfeile. Da vorne liegt noch ein Life Potion 150, den nehme ich mir gleich mal. Denn ich habe halt doch ein bisschen was verloren.
Und ja, richtig, genau. Ich behalte das Schwert noch. Denn jetzt haben wir hier nämlich ganz viele Ritter. Und die versuche ich alle hier runter zu locken. Soweit ich weiß, hat keiner von denen einen Bogen. Na kommt, Jungs. Kommt ein bisschen näher. Komm. Kommt schon, alle schön im Gänsemarsch aufreihen. Ja, so ungefähr ist doch gar nicht schlecht. Und beide sind tot. Wir haben ja übrigens auch wieder Skull Shields und eben diese Sharp Swords. Das wäre auch die beste Waffe, die der Ritter bisher haben könnte. Da waren doch noch mehr. Ich weiß es doch ganz genau. Mal gucken, ob das so geht. Nein, natürlich nicht. Bleibt natürlich hängen. Jetzt aber. Ja, er hat versucht zu blocken. Hat er im Prinzip ja eigentlich auch geschafft. Allerdings kann ich das eben besser. Hier haben wir noch eine Life Potion 1000, die ich mir gleich mal wieder zu Gemüte führen werde. Und wenn ich es richtig weiß, müsste dann noch ein Ritter irgendwo sein. Da vorne ist er ja. Hallo. Komm mal hier runter, weil der Fernangriff bleibt nämlich an der Treppe hängen. So, ich glaube, jetzt ist es, glaube ich, wieder an der Zeit, auf die schwere Naginata zu wechseln. Ich zeige euch vorher aber auch noch kurz was. Und zwar hier unten. Richtig, genau da unten waren vorhin die zwei Bogenschützen. Da könnt ihr sie noch sehen, zumindest einen davon. Und zumindest teilweise. Die den Schlüssel zur Waffenkammer hatten. Da oben steht auch noch ein Bogenschütze. An den kommen wir nicht ran. Da können wir machen, was wir wollen. Deswegen schnell dran vorbei. An dem auch kurz schnell vorbeigerannt. Und dann gleich den Angriff wieder gemacht. So sind die Jungs ja wirklich, ja, ich sag mal, ziemlich einfach eigentlich. Da haben wir noch ein bisschen Fleisch. Also scheint hier ein Essensraum zu sein. Ansonsten gibt es hier aber nichts. Könnt ihr sehen, in der unteren rechten Ecke. Dort vorne steht auch noch ein Bogenschütze. Den ich natürlich auch nicht erreichen kann. Dafür hat hier jetzt wieder so ein Minotaurus mit Fels am Stock. Ich natürlich auf die gleiche Weise zu besiegen versuche, wie die anderen beiden draußen. Geht doch bis jetzt schon mal recht gut. Ich gewinne lieber mal noch ein bisschen mehr Abstand, damit ich eben nochmal an ihm vorbeilaufen kann. Und ja, fast. Er wollte gerade ausholen. Aber gegen mich hat er natürlich keine Chance. Beziehungsweise gegen mich und das Schwert der Göttin. In den Kisten ist, wie so oft, nichts drin. Dieser Hebel macht, glaube ich, gar nichts. Bin mir nicht ganz sicher. Und jetzt muss ich mal schauen, wo sind wir denn hier? Ah, zieh mal hier. Jawohl, sehr schön. So gefällt mir das.
Wir haben eine Life-Potion 500, die ich ja am Anfang, beziehungsweise am Anfang in der letzten Folge verbraucht habe. Und jetzt, meine Freunde, kommen wir zu dem, weswegen wir hier sind. Beziehungsweise weswegen ich vorhin den Schlüssel zur Armory, zur Waffenkammer geholt habe. Die Waffenkammer birgt die stärkste Rüstung und die stärkste Waffe für jeden Charakter. Hier haben wir die mittlere Zwergenrüstung. Ja, richtig, es gibt keine schwere. Der Speer und der Dämonenspeer für uns. Special Move zeige ich euch gleich. Ich zeige euch erst noch den Rest der Waffenkammer. Dann haben wir hier das Blutschwert. Dieses Schwert, was die Vampire immer bei sich tragen. Und das Leben stiehlt. Wenn man es anlegt, stiehlt es allerdings auch einem selbst ständig Leben. Ich nehme den Dämonenspeer gleich mal raus. Sieht gar nicht so uncool aus. Hier haben wir das Heavy Sword für den Ritter. Die leichte Rüstung für die Amazone. Ja, da gibt es nur eine leichte. Die schwere Ritterrüstung. Hier haben wir die stärkste Waffe im ganzen Spiel, das Shark Sword für den Barbaren mit 800 Power, den Doomhammer für den Zwerg. Und damit ist unsere Tour eigentlich auch schon fast abgeschlossen. Lege hier nicht die leichte Rüstung für den Barbaren herum. Ja, der Barbar hat auch nur eine Rüstung. Dann steht hier noch eine helle Bade und da steht auch noch ein Speer. Brauchen wir aber alles nicht. Denn jetzt zeige ich euch erstmal den Special Move Way of the Goddess. Das ist auch ziemlich cool. Aber wir haben noch einen Special Move, den wir noch nicht gesehen haben. Richtig. Und zwar die zweite Spezialattacke des Schwertes der Eanna, und zwar Rage of the Goddess. Dauert etwas länger zum Ausführen. Ist im Prinzip der gleiche Angriff. Nur ein bisschen stärker. Ich weiß jetzt im Moment gerade nicht, was als nächstes kommt. Deswegen nehme ich mal den Dämonenspeer wieder her. Hier gibt es sonst weiter nichts. Na, egal. Sind wir nicht wieder hier. Können einfach hier geradeaus weiterlaufen. Ja, doch, genau. Ich muss ja den Fahrstuhl wieder fahren. Dann bin ich nämlich wieder hier. Und unser einziger Weg führt uns jetzt diese Treppe hinauf. Der ganze Turm hier ist eigentlich riesengroß. Etwas weitläufig. Ich meine mich zu erinnern, was jetzt kommt. Da drin ist schon mal dunkel. Eigentlich nie ein gutes Zeichen. Aber ich gehe einfach mal rein. Und es erscheinen zwei Golems. Ich jetzt natürlich ausmanövrieren muss. Beziehungsweise sollte. Also ihr seht, der zweite Angriff dieser Waffe ist nicht wirklich viel stärker als der erste. Obwohl er, ich glaube, fast doppelt so lang dauert zum Ausführen. Nein, 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 zurück, weg. Da war ich wohl etwas zu mutig. Wir rennen jetzt von einer Ecke in die andere. Und ich warte nochmal und laufe wieder zurück in die andere Ecke. Und hoffe, dass die zwei dann jetzt in einer Linie sind. Nein, noch nicht. Aber gleich jetzt. Und beide getroffen. So, jetzt haben wir es
schon mal nur mal noch mit einem zu tun. Der aber auch ziemlich schnell ziemlich tot sein dürfte. Zumindest ist so mein Plan. Zwar sollte er jetzt eigentlich gleich tot sein. Na? Jetzt hat er. Wenn man die Jungs hier zerlegt. Ich versuch's gerade mal. Jetzt habe ich hier den Kopf weggemacht. Das sieht man, da sind Zahnräder drin. Im Inneren. Finde ich ein kleines, cooles Detail. Was diese Metallgolems eben auch zu was Besonderem macht. Hier können wir rechts oder links. Ich gehe mal rechts rum. Ja, hier geht es dann weiter. Links rum gibt es nämlich... Tja, nicht allzu viel. Und ich sehe mich, ich bin eigentlich gleich schon wieder am Ende der Folge angelangt. Hier geht es eine Treppe hoch. Aber vorhin lag hier ein Trank unter der Treppe. Hier ist leider keiner. Also renne ich jetzt einfach mal hier hoch. Da liegt auch sonst keiner rum. Und da sehen wir schon den nächsten dunklen Raum. Was heißt Raum? Also... geht eben da einfach rein und da geht es dann rechts rum weiter. Was sich da drinnen aber verbirgt, was da auf uns wartet, wie ich versuchen werde es zu besiegen und vor allem, wird es mir gelingen? Das, meine Freunde, seht ihr das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis denn.